Hallo und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit dem Firmware-Update des SV01 von Sowohl. Es gibt da die offizielle Firmware von Sowohl selber und die Firmware von Coppertec. Und die von Coppertec kann man auch auf Deutsch einstellen. Und auf einen Wunsch von einem YouTube-Zuschauer zeige ich heute, wie man den Sowohl von Sowohl updated mit der Firmware von Coppertec, so dass man es auf Deutsch einstellen kann. Zuerst startet ihr mal einen Browser, ob Opera oder Internet Explorer oder Chrome, ist egal. Gebt dann in der Suchleiste bitte Coppertec Sowohl SV01 Firmware ein und drückt auf Return. Dann findet ihr die Coppertec Seiten mit dem Malin für Sowohl SV01. Ihr könnt ruhig das erste, was gefunden wird, anklicken. Coppertec Malin 2.0 für Sowohl SV01. Dann öffnen wir mal die Coppertec Seite. Und dann sucht ihr den Punkt, der ist unten rechts, Downloads der Firmware. So, jetzt seht ihr die Download-Seite. Da werden ja vier verschiedene sowohl SV01 Updates angeboten. Eins fürs Originalboard, eins mit BL Touch, mit Silent Board und Silent Board mit Touch. Wenn ihr einen normalen sowohl habt, im Standardauslieferung, müsst ihr nach der Malin sowohl SV01 1.6.3.de Hex suchen, wenn ihr es auf Deutsch haben wollt. Da macht ihr mal einen Klick, tut die Datei downloaden. Normalerweise kommt es bei mir immer im Download-Ordner an. Wo es bei euch ankommt, weiß ich natürlich nicht. Oder wo es abgespeichert wird. Dann startet ihr mal den Ultimaker von Cura. Und wartet mal, bis er geöffnet ist. Das dauert einige Augenblicke, jedenfalls bei mir. Dann geht ihr oben hin. Bei mir steht der andere Cubic Zero noch da. Gehen wir mal auf den SV01. Drucker verwalten. Und dann ist man schon im Menü, man sieht es rechts, Firmware aktualisieren oder Geräteeinstellungen. Wir gehen mal auf Firmware aktualisieren. Und jetzt bloß noch per USB-Kabel am Computer anschließen und einmal am Drucker. Ist das Kabel angeschlossen? Dann leuchtet das Display vom Drucker automatisch auf. Ist der Drucker mal angesteckt, kann es ein paar Minuten dauern, bis Cura anzeigt, dass man die Firmware aktualisieren kann. Also nicht gleich ausflippen, wenn sie sofort anzeigt, Firmware aktualisieren. Wartet 4-5 Minuten, dann zockt das O und dann braucht ihr wirklich bloß die Firmware nur aktualisieren, draufdrücken und fertig. Danach, wenn ihr den Drucker einschaltet, seht ihr das neue Coppertec Firmware und das ist auf Deutsch. So, führt euch gut, bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal.